Friedrich Gottlieb Klopstock. Das Rosenband. Im Frühlingsschatten fand ich sie, da band ich sie mit Rosenbändern. Sie fühlt es nicht und schlummerte. Ich sah sie an. Mein Leben hing mit diesem Blick an ihrem Leben. Ich fühlte es wohl und wusste es nicht. Doch lispelt ich ihr sprachlos zu und rauschte mit den Rosenbändern. Da wachte sie vom Schlummer auf. Sie sah mich an. Ihr Leben hing mit diesem Blick an meinem Leben. Und um uns ward's Elysium. Willkommen, liebe Freundinnen der Poesie. Wir sprechen über Friedrich Gottlieb Klopstock, das Rosenband. Dieses Gedicht ist möglicherweise heute das bekannteste Gedicht, das wir von Klopstock noch lesen und besprechen. Klopstock hat sehr viel geschrieben, sehr viele lange Gedichte. Er hat ein Epos geschrieben, der Messias, und war einer der einflussreichsten Dichter seiner Zeit. Viele nachfolgende Dichter haben sich immer wieder auf ihn bezogen. Aber heute tun wir uns ein bisschen schwer mit Klopstock, vielleicht auch deswegen, weil seine Gedichte teilweise sehr lang sind und seine Sprache sehr gehoben und aus heutiger Sicht auch ein bisschen überholt. Das Rosenband ist hier eine Ausnahme. Das Gedicht ist kurz und die Sprache sehr klar und sehr leicht verständlich. Es kommen vielleicht zwei Wörter vor, die man vorher klären muss. Das eine Wort ist das Rosenband. Und dafür gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, was das sein könnte. Ich habe da eins mitgebracht. Es könnte ein einfach rosenfarbenes Band sein. Oder es könnte eine Art Girlande sein, die aus Rosen gemacht ist. Es spricht einiges dafür, dass es ein rosarotes Band ist. Aber dazu komme ich noch. Und das andere Wort, das man vielleicht nicht mehr so kennt, ist Elysium. Elysium kommt aus dem Griechischen, aus der griechischen Antike, und es bezeichnet das Paradies, also den Ort der seligen Toten. Und es ist im Gegensatz zum christlichen Paradies ein etwas anderes Konzept von Glückseligkeit im Jenseits. Und man hat in der Zeit, also Klopstock hat sehr gerne auf solche mythischen, antiken Wörter und Referenzen zurückgegriffen. Und auch in diesem Gedicht gibt es so eine mythische Referenz. So, warum ist dieses Gedicht so bekannt und so beliebt? Einerseits, weil es kurz ist und relativ verständlich, andererseits wurde es auch vertont. Und es hat natürlich dieses beliebte Motiv der Liebe. Hier geht es um Liebe auf den ersten Blick. Und man könnte meinen, es sei ein recht romantisches Gedicht, aber wenn wir es uns genau anschauen, dann ist es eigentlich weniger romantisch als vielmehr ein bisschen gruselig, wenn wir es wortwörtlich nehmen. Denn was wird hier erzählt? Im Frühlingsschatten fand ich sie, da band ich sie mit Rosenbändern, sie fühlt es nicht und schlummerte. Also ein Ich, man kann davon ausgehen, dass es ein Mann ist, findet eine schlummernde Frau im Frühlingsschatten. Und ohne sie aufzuwecken, ohne sie zu informieren, sonst was, wird die dann schon direkt gefesselt mit Rosenbändern und sie merkt es nicht einmal und wacht nicht einmal auf. Da könnte man sagen, ja, da fesselt sie da ziemlich sanft. Aber trotzdem, Mann überfällt schlafende Frau, sie kriegt es nicht einmal mit. Im ersten Moment ist das eigentlich nicht besonders romantisch und nicht besonders schön. Und wir ahnen, es geht hier nicht um eine reale Geschichte, es geht hier um eine Fantasie, um eine Metapher. Und diese Metapher müssen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Wenn wir uns die Form des Gedichts anschauen, dann sehen wir, da tut sich was. Das ist sehr ungewöhnlich. Das sind immer Terzinen, also alle vier Strophen des Gedichts haben jeweils drei Verse. Die reimen sich nicht. Auch ein bisschen ungewöhnlich. Klopstock war berühmt für seine freien Verse, freien Rhythmen. Und das sehen wir auch ein bisschen hier. Aber es gibt sehr wohl
viele Stilfiguren und sehr viel sprachliche Magie und sprachliche Musik. Zum Beispiel haben wir hier diesen Reim: Im Frühlingsschatten fand ich sie, da band ich sie. Das ist zwar kein Endreim, aber es ist ein sehr hörbarer Reim. Dann haben wir diese Parallelismen, also Parallelkonstruktionen. In der zweiten Strophe heißt: Ich sah sie an, mein Leben hing mit diesem Blick an ihrem Leben. In der letzten Strophe heißt es: Sie sah mich an, ihr Leben hing mit diesem Blick an meinem Leben. Also hier passiert etwas Paralleles. Einmal passiert es ihm in dem Moment, wo er sie anschaut, dann passiert es ihr, wenn sie ihn anschaut, ganz parallel. Und erzählt wird relativ wenig. Da haben wir in der ersten Strophe, im dritten Vers: Sie fühlt es nicht und schlummerte. In der zweiten Strophe, im letzten Vers, haben wir: Ich fühlt es wohl und wusste es nicht. Also da geht es einmal um dieses Fühlen, was kann ich fühlen? Sie fühlt nicht, wie er sie da bindet. Er hingegen fühlt, wie sein Leben an ihrem Leben hängt, mit diesem Blick. Also es ist eine Liebe auf den ersten Blick und es ist eine Liebe fürs Leben. Ich fühlte es wohl und wusste es nicht. Wie geht das? Wie kann man etwas fühlen, ohne es zu wissen? Dass diese Trennung von Verstand und Gefühl, von Kopf und Herz. Das Herz fühlt schon etwas, das der Kopf noch überhaupt nicht verstanden hat, noch gar nicht durchdenken konnte. Und das ist hier auch etwas ganz Wichtiges. Ich fühle es und weiß es nicht und ich lispelt ihr sprachlos zu. Also er redet mit ihr, ohne mit ihr zu reden. Auch wieder so ein scheinbarer Widerspruch. Aber auch das wieder, wenn wir auf der metaphorischen Ebene bleiben. Das ist auch typisch für die Liebe. Man versteht sich, man verständigt sich, man kommuniziert jenseits von Sprache, jenseits von Worten und Rationalität. Es ist eine Sache des Gefühls, keine Sache des Verstandes. Und da wacht sie vom Schlummer auf, als er da mit ihr sprachlos lispelt und mit diesen Rosenbändern rauscht. Und sie sah mich an und ihr Leben hing mit diesem Blick an meinem Leben. Und wir ahnen eben, das muss eine Fantasieerzählung sein, das muss ein Traum sein, weil wenn eine gefesselte Frau aufwacht und einen fremden Mann sieht, der sie da gefesselt hat, dann ist vielleicht nicht die erste Reaktion, dass sie sich da Hals über Kopf in ihn verliebt. Aber wir sind ja in einer poetischen Umgebung, wir sind in einer Fantasie und da kann das passieren. Sie schaut ihn an und ist Hals über Kopf verliebt und um uns ward's Elysium. Sobald diese Symmetrie entsteht, zuerst verliebt er sich in sie, danach verliebt sie sich auch in ihn, es braucht immer beide Teile. Sobald diese Symmetrie entstanden ist, ist das Paradies perfekt und um uns ward's Elysium. Wie ich schon gesagt habe, es handelt sich nicht um eine reale Geschichte. Wenn wir nachdenken, in welcher Zeit das spielt, wenn wir nachdenken, wie realistisch das ist, dass eine Frau irgendwo im Grünen, im Frühlingsschatten liegt und schlummert und dann von irgendeinem Mann da gefunden werden kann. Ganz realistisch ist das heute auch noch nicht und in der damaligen Zeit erst recht nicht, als Frauen eher weniger alleine unterwegs waren und alleine in der Landschaft herumlagen. Was wir hier haben, ist eine Vorstellung, die aus der Antike kommt. Wenn wir uns die Geister und Wesen dieser Zeit vorstellen, wie man sie sich gedacht hat, da denken wir an Nymphen, das sind so Naturgeister, da denken wir an Faune, so Waldfaune. Und das hier wirkt auf mich, als ob eine schlafende Nymphe von einem Faun gefunden wird. Und das ist vielleicht auch die Situation, die Klopstock da hatte. Die schlafende Nymphe im Wald, der geht's da gut, die gehört dahin und die kann da auch allein sein. Eine reale Frau der damaligen Zeit, die liegt eher nicht irgendwo im Frühlingsschatten herum. Dass es Frühling ist, ist natürlich auch wieder ein Teil dieser Erzählung. Frühling, die Zeit der Liebe und die Rosenbänder. Natürlich haben wir diese rosarote Farbe, aber eben auch die Rose als Pflanze, die für dauerhafte, ewige Liebe steht. Und er bindet sie mit diesen
großen Bändern, mit dieser dauerhaften, ewigen Liebe. Jetzt, wenn wir einen Moment nachdenken, können im Frühling bereits die Rosen blühen, eher nicht, wäre es vielleicht ein bisschen zu früh. Deswegen glaube ich, dass es hier eher um rosafarbene Bänder geht, aber allzu realistisch ist alles nicht. Deswegen, es kann durchaus sein, dass er an Rosengirlanden gedacht hat und er rauscht da mit diesen Rosengirlanden. Und es geht ja im übertragenen Sinne um dieses Versprechen einer ewigen und beständigen Liebe. Dann passt das eigentlich wieder. Also ein sehr kleines Gedicht, eine Begegnung zwischen zwei Menschen, der Mann, der die schlafende Frau trifft und sie an sich bindet, während sie es noch gar nicht richtig mitkriegt. Es bleibt auch in der Metapher ein bisschen gruselig, finde ich. Er, der sich verliebt, ohne es wirklich zu verstehen, aber er fühlt es und er lispelt ihr sprachlos zu und dann wacht sie auf. Es ist eine Kommunikation von Herz zu Herz, nicht von Verstand zu Verstand. Und das ist hier eine idealisierte Kommunikation und ein idealisiertes Sich-Verlieben. Heute sehen wir vielleicht das alles ein bisschen anders. Vielleicht würden wir denen ein bisschen empfehlen, auch mit Sprache miteinander zu reden, um ein bisschen festzustellen, ob sie zusammenpassen oder nicht. Aber für diese sehr romantische und empfindsame, um auch das Wort hier verwendet zu haben, diese sehr empfindsame Szenerie, ist das natürlich ein schöner, passender Traum, passend in die Zeit, in der Klopstock geschrieben hat. Und durchaus ein Gedicht, das wir heute noch lesen können, verstehen können und in seiner Symbolik vielleicht auch einen Bezug zu uns selbst herstellen können. Denn auch wie wir uns verlieben und wie wir zueinander finden, ist nicht unbedingt eine Sache des Verstandes, sondern eine Sache des Herzens. Und das können wir dem Klopstock zugute schreiben, das hat er hier sehr gut auf den Punkt gebracht.